Moin Palmarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Boss-Guide. Und zwar geht's diesmal um den dritten Boss und zwar um Errol. Und den findet ihr in der Kupfermine. Ich zeige euch, wie ihr den Solo und auf Schwierigkeit brutal besiegen könnt mit den Sachen, die euch bis zu diesem Boss zur Verfügung stehen. Und wir gehen direkt rein ins Getümmel. Den findet ihr, wie gesagt, in der Banditen-Kupfermine. Die ist ganz, ja, so ziemlich mittig im Wald, wie ihr hier seht. Genau. Also da findet ihr die Mine hier und wir gehen direkt rein. Ihr müsst bis ans Ende des, der Mine hingehen und dann geht ihr quasi so eine kleine Stufe runter, immer den Schienen nach quasi. Und dann ist Errol dort und ich empfehle euch, da stehen auch manchmal ganz viele so Minenarbeiter, so die mit so einer Pickaxe, die das Kupfer und die Steine abbauen. Und da würde ich euch empfehlen, die vorher zu töten, weil hier links in der Nische stehen oft welche, hinten stehen welche. Müsst ihr mal gucken, wo ihr überall drankommt, ohne dass der Boss euch sieht. Aber ich empfehle euch, die einfach vorher zu töten. Und ob ihr bei Tag oder Nacht dort seid, spielt keine Rolle, weil der Boss ja in einer Höhle steht. Ich eröffne den Fight wieder mit meiner R, weil da kann ich schon mal den ersten Damage machen, ohne hinzugehen. Hier sehen wir die erste Attacke, die der gute Errol macht. Und zwar ist das so eine Welle. Bei dieser Welle, die baut sich auf und die explodiert ein zweites Mal später. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr da nicht drin stehen bleibt. Wenn sie das erste Mal spawnt, dann könnt ihr quasi noch drin stehen bleiben. Aber ihr müsst dann rauslaufen, weil seht ihr, jetzt kommen so quasi solche Wellenbewegungen. Und die wollen wir auf keinen Fall... Da wollen wir auf keinen Fall drin stehen, ja? Ihr werdet die Attacke noch öfter sehen. Hier könnt ihr drin stehen. Und jetzt macht's bum, 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 bum. Und da müsst ihr auf jeden Fall raus. Nächste Attacke von ihm ist, wenn seine Hand gelb wird, dann seht ihr, dasht er nach vorne und knockt euch weg. Und ihr seid dann für ein paar Sekunden kampfunfähig oder für, sagen wir mal, ein, zwei Sekunden kampfunfähig. Und dann wird er sofort losgehen und wieder irgendwelche Wellen machen. Hier bei mir war es jetzt so, dass er irgendwie die Attacke immer seitwärts gemacht hat, warum auch immer. Irgendwie anscheinend hat das Game nicht gerafft, wo ich stehe. Und jetzt seht ihr wieder, wenn seine Hand gelb wird, dann benutzt entweder einen Counter oder euer Spacebar, weil das ist meistens schwer auszuweichen. Ihr müsstet dann seitwärts gehen, ja? Genau, und dann könnt ihr auch wieder Schaden machen. Wenn er ausholt, so, und mit der Picke, die ganz kurz glänzt, das macht dann auch so einen Glänz-Sound, ja? So ein Bling, schaut, Bling, dann macht er einen Rundumschlag. Dann müsst ihr einfach von ihm weggehen. Bling, seht ihr? Und dann macht ihr einen Rundumschlag, geht einfach weg. Wenn ihr auf Abstand seid, benutzt immer eure R, das ist Free Damage, zack. So, da braucht ihr nichts machen, jetzt könnt ihr ihn wieder mal schlagen. Achtung, jetzt wissen wir, er wird wieder angreifen. Bam, ich bin wieder kampfunfähig. So, und jetzt macht er wieder seine Attacke darüber, da wollen wir nicht drin stehen bleiben. Rundschlag, ihr seht, jetzt wieder ausweichen, seitwärts gehen. Der Counter war ein bisschen zu spät. So, das ist da stecken geblieben. Wir machen wieder unsere R drauf. Okay, wenn er pfeift, das ist wieder eine neue Attacke. Wenn er pfeift, spawnt er Arbeiter, die euch angreifen. Ja, also er hat ein paar Ads gespawnt. Die könnt ihr auf jeden Fall killen. Einfach auf Abstand von ihm bleiben. Die einzige Fernkampfattacke, die er eigentlich hat, ist seine Welle, seine lilane Welle, die er hat. Da jetzt nicht wundern, da ist noch ein anderer Spieler, aber der hat jetzt nur dieses eine Vieh kaputt gemacht. Ich habe dem gesagt, der soll mich den bitte alleine machen lassen. So, genau, da nicht drin stehen bleiben. Bum, 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 bum. Und dann dürft ihr danach auch nicht da reingehen, sonst kriegt ihr nämlich Damage. So, ich schlag wieder ein bisschen drauf. Einfach chillen. Achtung, jetzt, ja, da hätte ich ausweichen müssen oder countern müssen. So, wieder nicht in dem Ding drin stehen bleiben. Jetzt muss ich mich ein bisschen besser positionieren. Genau, das ist jetzt seine Ultimate mehr oder weniger, die er macht. Wie ihr seht, obwohl ich Nahkämpfer bin, spiele ich eigentlich auf Abstand bei ihm, weil die meisten seiner Attacken sind Fernkampfattacken. Die einzige sind Nahkampfattacken. Die einzige Fernkampfattacke, die er hat, ist eben diese lilane Welle und die ist sehr einfach auszuweichen, weil man einfach rauslaufen kann, ja. Theoretisch könnt ihr einfach die ganze Zeit auf Abstand bleiben und auch immer euren Spell drauf schießen, was ihr auf der R liegen habt, also euren Schattenblitz werfen und dann passiert eigentlich nicht viel, ja. Also dann kann der eigentlich nicht viel machen. So, wenn er das Ding macht, dann labert er irgendwas und dann macht der seine lilane Attacke in vier Richtungen. Das ist wie bei Bomberman so ein Kreuz, ja. Und da geht ihr einfach auf Abstand und dann stellt ihr euch einfach zwischen die Spuren. Das sollte kein Problem sein. Es ist der, schießt wieder das Ding. Ich kann einfach warten. Ich spiele das ganz locker runter. Braucht gar nicht viel machen. Achtung, jetzt macht er wieder seinen Hammer. Jetzt spawnt er wieder ein paar Viecher. Ich schieße meinen Blitz drauf, schlag ein paar Mal. Geh weg, weil er seinen Rundschlag macht. So. Achtung, wieder eine Welle. Da gehe ich wieder weg. Kämpf gegen die Ads. Ganz easy runtergespielt. So, das kann ich mir einsaugen.
So, jetzt macht er wieder Ultimate. Wenn er irgendwas mit Crunch brüllt, dann kommt seine Ultimate. Einfach auf Abstand gehen. Guck mal, wie ganz einfach, wie der Boss funktioniert, wenn man auf Abstand bleibt. Nimm Blitzschießen, zweimal schlagen. Achtung, Rundschlag. So, weg. Jetzt macht er wieder den Dash. Der Dash, wenn ihr euch davon treffen lasst, der macht halt nicht so viel Schaden. Der macht euch zwar kampfunfähig, aber der macht nicht viel Schaden. So, jetzt kommt wieder eine Welle. Jetzt kann ich wieder meine R drauf schießen. Ganz easy. Zack, zack, zack. Zweimal schlagen, ausweichen und schon ist er tot. Also ihr seht, der Boss ist relativ einfach, wenn man auf Abstand bleibt. Einfach auf Abstand bleiben, immer euren Zauber drauf schießen und er kann euch dann eigentlich nicht viel tun. Er hat keine Mobility-Fähigkeiten, außer diesen gelben Dash, der nach vorne springt. So, der macht aber nicht viel Schaden, wenn der euch trifft. Alles kein Problem. Wenn seine Picke glänzt, einfach rausgehen, damit euch sein Rundumschlag nicht trifft. Ja, und die Ultimate und diese lila Wellen, denen auszuweichen, das kriegt ihr hin. Das ist super einfach, ja. Genau. Wenn ihr die Ads vorher geklärt habt, kommen die euch auch nicht in die Quere. Was bekommen wir? Ich mache wieder die Kamera aus. Was bekommen wir hier von Erol, dem Steinbrecher? Wir bekommen einmal Lager für Materialien und Edelsteine. Das ist super geil, weil da kann man richtig gute Edelsteine reinmachen. Also, ihr habt eine Truhe für Edelsteine, die ihr bekommt. Und ihr bekommt ein kleines Lager für Material, da passt ganz, ganz viel Material rein. Also diese beiden Items empfehle ich euch wirklich zu bauen. Und ihr bekommt eben eine Kupferfackel und eine Feuerschale, beide. Damit könnt ihr euch ein bisschen aufhellen. Außerdem kriegt ihr einen Zauberpunkt für Chaosfähigkeiten. Gucken wir mal ins Zauberbuch rein, oben das zweite, Chaosmagie. Und ich würde da empfehlen, die Chaos-Salve zu skillen, weil das ist einer der besten Skills, die man machen kann, weil der nämlich zwei Chaosblitze schießt und die machen beide 110% magischen Schaden, also insgesamt 220 magischen Schaden. Und ihr könnt halt zweimal schießen, was halt geil ist. Also wenn ihr einmal daneben schießt, habt ihr quasi einen zweiten Versuch. Und es macht sogar noch Brand. Und Brand verursacht quasi auch nochmal im Lauf von 5 Sekunden nochmal 50% magischen Schaden. Also macht ihr insgesamt 270% magischen Schaden. Und das ist super strong, ja. Genau. Und stirbt ein von Brand betroffenes Ziel, wird eine Explosion ausgelöst, die Feinden in der Nähe 50% magischen Schaden nochmal hinzufügt, also macht ihr nochmal AOE-Damage. Sehr, sehr geiler Skill, den ihr da bekommt. Würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall freizuschalten. Jo, das war der gute Erol in V-Rising. Falls ihr mehr Hilfe bei Bossgegnern braucht, blende ich euch jetzt mal hier die Playlist ein. Da findet ihr alle meine Bossgegner-Guides, also speichert euch die am besten ab, um einfach, falls ihr nochmal Hilfe bei einem anderen Boss braucht, da reingucken zu können. Denkt bitte an den Daumen nach oben und lasst gerne ein Abo da für mehr V-Rising Videos, denn das Spiel ist ja jetzt nun offiziell draußen und da wird noch einiges an Content kommen. Bis dahin, haut rein und stay pam, ciao, ciao.